Ottmar Griffel, der Rahmen war bereitet, die Fans waren alle da. Es hätte ein Punkt gereicht zum Aufstieg, am Ende waren es null Punkte. Zweite Halbzeit ganz gut, erste Halbzeit funktionierte wenig bis gar nicht. Warum nicht? Ich glaube, mit der ersten Minute mit dem Elfmeter hat sich die Nervosität noch weiter übertragen. Waren alle maximal angespannt, waren vielleicht eigentlich schon mit den Dingen im Kopf so weit klar, dass das hier klappen würde und konnten dann eigentlich nach dem verwandelten Elfmeter und mit dem 2:0 kamen wir nicht mehr ins Spiel, haben die erste Stunde eigentlich zu verhalten gespielt. Dann haben wir es besser gemacht, sind rangekommen, aber leider nicht mehr einen Ausgleich geschafft. Ist der Druck für die jungen Spieler dann vielleicht doch irgendwo zu groß, dass sie sich selber den Druck machen, heute machen wir es und dann klappt es? Ja gut, die werden ja auch, sage ich mal, von anderen Leuten noch zusätzlich gepusht, ist ja ganz klar. Wir haben jetzt auf einmal eine ungewöhnliche Situation, das zu schaffen. Und dadurch, dass alles anbereitet war, dadurch, dass vermutlich alles geplant war bis ins Letzte, man muss aber erstmal die Spiele machen. Till Baumann, der Tisch war gedeckt, alles war angerichtet für die große Aufstiegsparty, am Ende ein Dämpfer kassiert. Warum? Ja, ich denke, das ist ganz einfach, weil wir die erste Halbzeit einfach nicht auf dem Platz waren und dann liegen wir 2:0 hinten, zweite Halbzeit versuchen wir alles und hat heute nicht gereicht. Woran lag es, dass die Mannschaft sich insbesondere in den ersten Minuten, in der ersten Halbzeit so schwer getan hat, weil da war ja eigentlich wenig bis gar nichts, was da funktionierte? Ja, die einfachste Ausrede wäre, das jetzt so auf die letzten Wochen zu schieben. Aber ich glaube, dass viele vielleicht mit dem Kopf schon ein bisschen weiter waren. Und ja, in der Halbzeit wurden wir wachgerüttelt, haben das nochmal in den zweiten 45 Minuten versucht, hatten auch genug Chancen, aber heute wollten die zwei Tore nicht fallen. Marc C., ich hatte es gerade schon zu deinem Kollegen Till Baumann gesagt, es war alles angerichtet, aber gerade in der ersten Halbzeit funktionierte relativ wenig. Da sah man viele ja, schüttelnde Köpfe, viel Gemecker auch untereinander. Was passte da noch nicht? Scheiße angerichtet, sage ich erstmal. Ne? Ich glaube, keiner hat damit was heißt angerichtet? Ne? Du musst erstmal die Punkte holen. Das ist immer so im Fußball und genau so sah die erste Halbzeit auch aus. Wenn man ein bisschen weniger macht, wenn man nicht alles reinhaut, gerade wir als junge Mannschaft, wir haben die spielerische Klasse einfach auch nicht, dann die zu dominieren, da muss man alles reinwerfen. Und wenn wir das erste Halbzeit vermissen lassen, dann wird es für uns gegen jeden Gegner schwer. Das habe ich die ganze Saison gesagt und so war es dann heute auch. Ersten 30, 35 Minuten viel zu wenig Zweikämpfe angenommen, viel zu wenig Herz gezeigt und ja. Und dann läufst du nachher hinterher, wo das dann da war. Ne? Aber hat heute leider dann nicht zum Ausgleich gereicht. Woran glaubst du, kann das gelegen haben, dass das in der ersten Halbzeit nicht so da war? Weil ich meine, die Motivation vor so einer großen Kulisse dann auch auswärts sollte ja durchaus da sein. Ja, ich glaube trotzdem, dass jeder motiviert war. Aber das ist dann oft so im Fußball, ne? Wenn man denkt, man fährt zum Tabellenvorletzten. Man warnt davor in der Mannschaft, in der Woche, man warnt davor, ja, und dann passiert es trotzdem manchmal, dass du dann, ja, die nötigen, weiß ich nicht, die paar Prozent dann fehlen lässt und dann kommt so eine erste Halbzeit zustande. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was passiert dann in der Pause bei euch, wenn das Spiel so läuft? Ja, wir reden darüber, ne? Emotional natürlich auch, manchmal wird es lauter und ich glaube, zweite Halbzeit war es eine andere Mannschaft. Und ja, schade, mit ein bisschen Glück hätten wir es eigentlich auch noch gedreht gehabt. Seid ihr die Tabellenführung los, die Aufstiegschance ist trotzdem noch da. Könnt ihr das zu Hause klar machen? Auch schön? Ja, wir wollen es einfach klar machen, egal wo, sage ich mal. Ne? Wir haben jetzt das Spiel gegen Stadtlohn, wo wir einfach uns vom ersten Moment an motivieren müssen, wo wir gucken müssen, dass wir gut aus den Startlöchern können und dass wir dann den nötigen Punkt oder die Punkte dann endlich holen. Dein Tor zum 1:2, was hast du da gedacht, als der drin war, jetzt könnte noch mal was gehen? Klar, also man hofft natürlich erstmal in der Pause, dass kurz nach der Pause vielleicht das 2:1 fällt. So war es aber dennoch früh genug, durch die lange Nachspielzeit hatten wir glaube ich noch 15 Minuten Zeit. Kann schon noch ein zweites Tor fallen, schade, dass es nicht gefallen ist. Wie ärgerlich ist das auch, wenn man sagen wir mal die Fan-Armada hier sieht, die hier hingereist ist? Ja klar, für die tut es mir leid, die haben sich große Hoffnung gemacht, dass wir hier zusammen nach dem Spiel feiern können und sind zum Sonst hier gewesen. Rainer Jakobs, 1:2 am Ende bei einem Abstiegskandidaten. Sicherlich nicht das, was sich 500 Sportfreunde-Fans hier vor dem Spiel erwartet haben. Woran lag es, dass es am Ende nicht gereicht hat? Ja, wenn wir das wüssten, dann wären wir wahrscheinlich schlauer. Ja, woran hat es gelegen? Also ich glaube, Schermek spielt besser als der Tabellenplatz war. Die haben erste Halbzeit sehr gut gespielt. Lag sicherlich auch daran, dass wir es unheimlich uns schwer getan haben, überhaupt ins Spiel zu kommen. Wir haben
viel zu große Räume in den einzelnen Mannschaftsteilen gehabt. Die Schellenberger konnten relativ gut kombinieren. Und das hat vielleicht auch wieder den Ausschlag gegeben, dass Lippstadt gestern gespielt hat, wieder das Ergebnis. Es war für viele im Umfeld wirklich wieder nur noch die Frage, naja, das wird heute schon alles klappen. Ich glaube, es tut der Mannschaft im Moment echt nicht gut. Also, was vielleicht über viele Spieltage ein Trumpf von uns war, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, dass sie halt unbekümmert gespielt haben. Das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße, dass wir nicht mehr so sortiert spielen und so diszipliniert spielen, wie wir das vielleicht in vielen Spielen vorher gemacht haben. Was ich so beobachtet habe oben vom Kommentatorenplatz war auch, es wurde viel gemeckert, viel gehadert, viel abgewunken, viel der Kopf geschüttelt in der ersten Halbzeit. Ja, passt es da dann auch gerade nicht so, weil da nicht das eine Rädchen ins andere gegriffen hat? Ja, das ist sicher auch ein Grund. Also ich glaube, die erfahrenen Spieler versuchen natürlich, die jungen Spieler da ein bisschen wieder in die Spur zu bringen. Ich glaube, das gehört natürlich zum Fußball dazu, dass es ein bisschen lauter wird auf dem Platz. Wenn ein Start nach 2 Minuten mit dem Elfmeter gegen uns läuft, dann ist das schon ein schlechter Start rein. Und ich glaube, dass einfach im Moment dann jeder mit sich selber hadert und wir noch nicht so untereinander so, zumindest heute nicht so gefestigt waren, dass wir in der ersten Halbzeit schon eine Reaktion gezeigt haben. Aber positiv stimmt mich schon die zweite Halbzeit. Also ich glaube, sie sind, bei all den kräftezehrenden Wochen, sind sie in der zweiten Halbzeit nochmal zumindest physisch sehr stark zurückgekommen. Auch wenn es manchmal nicht so in der Kombination geklappt hat, aber wir haben doch versucht, Gefahr vors Tor zu bringen. Und das ist uns auch vielfach gelungen. Aber es war natürlich vom Spielerischen her nicht das, was man eigentlich von unserer Mannschaft hätte erwarten können. Noch ein Wort zu den Fans. Grundsätzlich finde ich es erstmal positiv, wenn so viele hier mitfahren nach Schermbeck, so eine Stimmung verbreiten und auch irgendwo den Aufstieg mit ihrer Mannschaft feiern wollen. Dennoch fallen dann aber auch immer ein paar Leute negativ auf, die hier schon am Weg aufs Spielfeld waren. Ja, das ist klar, das geht natürlich nicht. Also bei allem Respekt, dass wir eine herausragende Unterstützung mit den Fans haben. Aber genauso wie wir von der Mannschaft verlangen, dass sie sich konzentrieren und eben halt an bestimmte Regeln halten, so gilt das letztendlich auch für die Fans auch. Also auf den Platz rennen, das geht einfach nicht. Und ich denke, das haben sie auch relativ schnell begriffen und sie haben ja dann auch, ist ja nichts Bösartiges jetzt daraus resultiert, sondern sind ja dann auf direkten Zuspruch von Marc C. dann auch wieder hinter die Bande gegangen.